Aber jetzt erstmal den Bundesfinanzminister wollen wir zu Wort kommen lassen. Das ist ein Mann, der im Jahr 2000 mit gerade 21 Jahren in den Landtag von Nordrhein-Westfalen einzog. Und in seiner Nachbarschaft gab es eine Frau, die diesen jungen FDP-Mann ganz besonders geschätzt hat. Ich finde es super, dass auch mal junge Leute drankommen. Denn das ist ein Nachbar von uns, der junge Mann. Fleißig, ordentlich und sehr intelligent. Warum nicht? Sollen alle mal drankommen. Da ist er, der Bundesfinanzminister Christian Lindner. Herzlich willkommen. Guten Abend. So. Fleißig, ordentlich, intelligent. Würden das die Kabinettskollegen auch gerade über Sie sagen? Wir haben einen guten, kollegialen, teilweise auch freundschaftlichen Austausch im Kabinett. Und deshalb sprechen wir gut übereinander. Fleißig, ordentlich, intelligent. Ist das eigentlich ein Kompliment? Ja, ne? Ja, also es gäbe schlimmere Charakterisierungen als die. Ich nehme die. Okay. Weil Sie sagen, Sie haben einen guten Austausch. Wie muss man sich das vorstellen? Die Eckpunkte des Haushalts wollten Sie eigentlich heute vorstellen. Sie haben das verschoben, weil einfach die Vorstellungen noch zu weit auseinander liegen zwischen dem, was eben die Kabinettskollegen und Kolleginnen wollen und dem, was sie haben. Und jetzt gibt es das, was man Beichtstuhlgespräche nennt. Wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, die kommen zu Ihnen ins Ministerium und dann müssen die ihre was, Finanzsünden beichten bei Ihnen? Oder wie geht das? Tatsächlich, Frau Maischberger, liegt das schon hinter uns. Also die Einzelgespräche habe ich bereits geführt und es gibt noch kein gemeinsames Verständnis für die finanzpolitischen Realitäten. Ich muss sagen, auch teilweise in der Öffentlichkeit und im Journalismus wird die Lage noch nicht klar erkannt. Mhm. Die Situation ist so, dass uns die Einnahmen fehlen für die bestehenden Aufgaben des Staates. Es geht nicht darum zu verteilen, was machen wir zusätzlich, sondern wir haben ein strukturelles Defizit im Haushalt, trotz Rekordeinnahmen, weil wir eben zu viele gesetzliche Standards haben. Wir haben zu viele Leistungen eingeführt über die letzten etwa 10 Jahre. Und deshalb haben wir jetzt Haushaltsberatungen vor uns, die es in dieser Art zuletzt im Jahr 2010 gegeben hat. Also wenn wir in den Medien das nicht verstehen, ist es nicht so schlimm. Die Kabinettskollegen müssten das aber doch wissen und wollen trotzdem zusammengerechnet 70 Milliarden mehr ausgeben. Das wäre aber alles auch kein Problem, wenn Sie, wir haben ja gerade darüber geredet, die Schuldenbremse nicht einhalten wollen würden. Warum ist Ihnen das so wichtig? Im Jahr 2021 hat der Bund 4 Milliarden Euro an Zinsen gezahlt für die Schulden der Vergangenheit. In diesem Jahr 2023 werde ich 40 Milliarden Euro an die internationalen Kapitalmärkte überweisen für die Schulden, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Also in etwas mehr als 12 Monaten 36 Milliarden Euro mehr, um die Vergangenheit zu bedienen. 36 Milliarden, die fehlen für die Bundeswehr, für die Bildung, für die Schieneninfrastruktur, sondern die wir nur bezahlen müssen für das, was passiert ist. War früher immer der Fall. Deshalb ist es ein ganz klares Signal, der steigende Zins, den der Staat zahlen muss, ein Signal, wir müssen raus aus den Schulden, damit wir nicht zukünftig in die Situation kommen, dass ich die Steuern erhöhen muss oder mit dem Rotstift regieren muss, nur um die Kapitalmärkte, also die Schulden, den Schuldendienst zu finanzieren. Genau. Das ist kein Fetisch, sondern es ist ein Gebot der ökonomischen Klugheit, dass der Staat jetzt endlich mit dem Geld auskommt, das die Bürgerinnen und Bürger ihm zur Verfügung stellen. Der Staat, der dieses Gesetz gemacht hat, war aber eben auch ökonomisch so klug zu sagen, es gibt Notsituationen, in denen man die Schuldenbremse aussetzen kann. Mhm. Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, hat Ihnen das quasi noch mal auch hingelegt. Ich würde davon sprechen, dass sowohl die Schuldenbremse als auch die Ausnahmen von ihr in unserer Verfassung verankert sind. Also außergewöhnliche Notsituationen. Wann, wenn nicht jetzt? Der Krieg, die Inflation, wir haben den Corona Schock noch gar nicht ganz aufgeholt. Und in diesen beiden letzten Jahren ist die Schuldenbremse eben wegen einer Notsituation, die heute wahrscheinlich schlimmer ist, ausgesetzt geworden. Gerade wegen der Inflation muss der Staat jetzt auch seine Ausgaben
langfristig nachhaltig aufstellen. Mhm. Wir würden sonst mit auf Pump finanzierten Staatsausgaben die Inflation anheizen. Die Europäische Kommission und über europäische Verlässlichkeit wurde ja gerade schon einmal von den Journalistinnen und Journalisten gesprochen. Die Europäische Union sieht für das nächste Jahr keine Ausnahme mehr vor von den Stabilitätskriterien in Europa. Blauen Briefe sollen geschrieben werden, ja. Ja, beispielsweise. Und insofern gibt es auch hinsichtlich der haushaltspolitischen Richtungsweisung aus Brüssel das ganz klare Signal, wir müssen die Schulden reduzieren. Man kann ja auch mal versuchen, innerhalb eines Haushalts von 424 Milliarden Euro Einnahmen auf historischem Rekordniveau. Man kann ja auch einmal mit dem Geld, das da ist, Prioritäten setzen. Total gerne machen wir das gleich. Ich wollte nur gerne wissen, weil es auch hier gesagt wurde, der Vorfinanzminister, der zwar die Schuldenbremse ja auch mal ausgesetzt hat, ist jetzt der Kanzler. Der stützt Sie also in dieser Haltung. Sie sind gar nicht der alleinige Schuldenbremsen-Fetischist. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt. Und außerdem ist es ein Gebot unserer Verfassung. Ich wollte es nur wissen, weil die Frau Esken, die ja auch bei der SPD ist, selbe Partei wie der Kanzler, also ist der Kanzler hinter Ihnen in dieser Frage? Ich berate den Kanzler als Finanzminister auch immer so, dass wir gemeinsam klar den Kurs halten. Die ökonomischen Bedingungen sind ja so. Mhm. Aber ich will es auch sehr klar sagen. Die Große Koalition mit einer CDU-Kanzlerin und einem SPD-Finanzminister hat viele ungedeckte Schecks verteilt, auch vor der Pandemie. Das heißt, der alte Finanzminister hat nicht ordentlich gearbeitet? Er war ein sozialdemokratischer Finanzminister. Und der hat sehr stark auf die Ausgabeseite gesetzt. Den künstlich niedrigen Zins, den wir über viele Jahre hatten, der hat geholfen, Herrn Schäuble und Herrn Scholz. Und bei allem Respekt, das war ja damals so, wir haben jetzt eine andere Situation. Und es muss jetzt tatsächlich konsolidiert werden. Geht kein Weg dran vorbei. Und es geht, ich sage das nochmal, Frau Maischberger, nicht um die Mehrausgabewünsche, diese 70 Milliarden. Sie müssen eigentlich einsparen, ich habe das schon verstanden. Es fehlt das Geld für die Aufgaben, die schon beschlossen sind. So, in dieser Situation, weil wir gerade im Februar noch Berichte gelesen haben, dass Sie Steuern senken wollen, also eine Entlastung für die Wirtschaft in zweistelliger Milliardenhöhe, das können Sie dann doch sicher nicht tun, oder? Diese Berichte stimmen ja auch so nicht, sondern wir haben eine Entlastung vorgenommen im vergangenen Jahr für die Bürgerinnen und Bürger. Also eine Familie, die 55.000 Euro im Jahr verdient und zwei Kinder hat, die zahlt in diesem Jahr über 800 Euro weniger Steuern als unter dem alten Recht. Das war eine Steuerreform, die mir sehr wichtig war, um die Menschen in der Inflation auch zu entlasten. Ja. Genau das. Bei dem, was Sie beschrieben haben, geht es um was anderes. Wir müssen ja Wirtschaft und Gesellschaft umbauen wegen des Klimaschutzes. Da müssen sehr viele neue Anlagen installiert werden. Viele mittelständische Betriebe müssen sich erneuern. Und was ich mir vorstelle, ist, dass wir nicht Subventionen zahlen, sondern dass wir einen steuerlichen Anreiz geben. Wer also in klimafreundliche Technologie investiert, der soll bei der Steuer einen Vorteil haben, gewissermaßen, weil wir dann einen marktwirtschaftlichen Anreiz setzen, klimafreundlich zu wirtschaften. Auf wie viel Geld verzichten Sie? Also Sie haben das ja bestimmt durchgerechnet in Ihrem Haus. Auf wie viel Geld verzichten Sie? Also nur damit ich weiß, wie groß das Loch da noch wird. Das ist ein, also zunächst mal sind meine Vorhaben auch zurückgestellt. Mhm. Also es werden alle gleich behandelt. Aber es kann, Sie quasi mit sich selber im Beichtstuhlgespräch durchkommen, auf wie viel Geld verzichten Sie dann dafür? Es gibt gegenwärtig nicht die Situation, dass ich das realisieren kann. Für meine Vorhaben, von denen ich glaube, dass sie ökonomisch sinnvoll sind. Denn wenn wir unsere Wirtschaftskraft vergrößern, haben wir auch höhere Staatseinnahmen. Wir können ja nur verteilen, was erwirtschaftet wird. Also insofern, meine Ausgaben dienen ja dazu, dass der Staat seine Einnahmebasis mittelfristig verstärkt. Aber die sind zurückgestellt. Aber wie viel wäre es denn? Die Pläne sind erstens nicht konkretisiert. Zweitens sind sie zurückgestellt. Und sie finden jetzt nicht statt. Und drittens ist es nur ein Liquiditätseffekt, denn bei sogenannten Abschreibungen verändert sich die Steuerschuld in der Zeitperspektive, aber nicht in der Höhe. Klar, aber wenn Sie einen zweistelligen Milliardenbetrag nicht mehr haben, dann das kann ich nicht bestätigen, dass es ein zweistelliger ist. Das habe ich verstanden, das habe ich gelesen, aber mal gucken, wo es landet. Das wäre jedenfalls der zweistellige Milliardenbetrag, den die Familienministerin gerne hätte für die Kinder. Da wollen Sie drauf hinaus, ja. Nicht jetzt merke ich das. Aber die Vorhaben kann man
Erstens, ich hätte auch einfach eine Zahl genommen, wenn Sie mir eine gesagt hätten. Aber Sie wollen ja keine Zahl sagen, also bleibe ich bei dem Zweistelligen. Ja, weil das Vorhaben zurückgestellt ist. Und ich sage noch mal, es ist ein Liquiditätseffekt. Genau, so jetzt und gehen wir trotzdem. Und es geht ja, ich will es nur noch mal sagen, das eine, die Kindergrundsicherung, ist eine Ausgabe des Staates. Ja. Das ist auch sehr richtig das und gut. Das andere ist eine Investition. Und das andere sorgt dafür, dass überhaupt Geld in die Kasse kommt. Aber ausgeben muss man es trotzdem erst einmal auf der einen Seite und Einnahmen hat man auf der anderen Seite trotzdem nicht. Insofern Kindersicherung, Kindergrundsicherung. Frau Paus hätte gerne 12 Milliarden mehr, das konnten wir lesen. Sie haben gesagt, das geht nicht. Es gibt einen Kommentar des Verdi-Chefs Frank Wernicke, der sagt, Sie hätten ein Herz für Reiche, aber kein Herz für Kinder. Trifft Sie das? Nein, das trifft mich nicht, weil einfach die Zahlen, die ganz nüchternen Zahlen, Herrn Verdi-Vorsitzenden ja widerlegen. Die Koalition hat für etwa 10 Milliarden Euro soziale Leistungen verbessert. Das ist das Wohngeld. Das Kindergeld habe ich auf 250 Euro erhöht. Für arme Familien ist der Kinderzuschlag erhöht worden. Keine Koalition der letzten Jahre hat mehr getan für Familien mit Kindern als diese. Dann braucht also die Familienministerin die 12 Milliarden, die sie eigentlich haben will, gar nicht? Das und sie hat sie verrechnet? Oder was? Nein, sie hat ja noch gar kein Konzept vorgelegt. Das müsste man also zunächst einmal abwarten. Es gibt kein Konzept, ist also gar nicht etatreif. Und zum anderen ist, was jetzt die finanzielle Auswirkung angeht, mit Kinderzuschlag und mit der Kindergelderhöhung, das Wesentliche getan. Das, was jetzt noch ansteht, ist etwas anderes. Wir haben viele Familien, die das, was ihnen zusteht, nicht abrufen, nicht in Anspruch nehmen. Und das möchten wir gerne in einem digitalisierten, automatisierten Verfahren sicherstellen. Das wird etwas kosten, weil eben Familien, die ein Recht haben, es nicht nutzen. Und es dann bekommen, ja, es ist ein Betrag von etwa 2 Milliarden, der da in Rede steht. Also 2 statt 12 Milliarden für die Familienministerin. Ich will nur mal eine Relation noch mal auch vielleicht für unsere Zuschauer geben. Ich gestehe, ich habe sie entlehnt von Ulrich Schnader, dem Chef des Wohlfahrtsverbands, der sagt, 12 Milliarden kann man sich vorstellen, das sind 3 Promille vom gesamten Haushalt. Also wenn es 1.000 Euro wären, wären wir bei 3 Euro. Und er meint, das müsste man doch eben für eine Kindergrundsicherung im Haushalt finden. Frau Esken sekundiert und sagt, warum machen Sie nicht ein Sondervermögen Kinder und Bildung? Sondervermögen sind Schulden. Ja. Ging aber auch bei der Bundeswehr. Sondervermögen, das ist der haushaltstechnische Begriff, aber klingt vornehm, heißt aber Schulden. Gegen bei der Bundeswehr. Und wir, da sind es Investitionen und einmalig. Hier sollen soziale Leistungen auf Dauer finanziert werden mit Schulden. Entschuldigung, dass ich da der Spielverderber bin, aber es ist nicht möglich, auf Dauer mehr Geld zu verteilen, als der Staat hat, als die Menschen haben. Sondern wir müssen erst wieder die wirtschaftliche Basis stärken. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum. Wir brauchen Menschen, die gute Gehaltsabschlüsse haben. Dann können die nämlich auch wieder Steuern zahlen. Und dann hat der Staat Einnahmen. Mit denen können wir dann etwas tun. Aber wir können nicht wirtschaften zulasten der jungen Generation, in der wir ihnen irgendwann nur Schuldenberge hinterlassen. Ansichtssache, ob die jetzt quasi die Investitionen bräuchten, damit sie eben am Ende in der Gesellschaft auch möglicherweise zu Mehreinnahmen bei der Steuer führen. Aber das vielleicht ist ein bisschen schwierig. Aber wenn ich klar, gerade wenn eben ausgeführt habe, dass wir das Kindergeld auf 250 Euro erhöht haben, Kinderzuschlag und anderes mehr, kann man nicht vielleicht auch irgendwann einmal anerkennen und sagen, es ist bereits viel passiert. Mehr ist immer wünschenswert. Mhm. Aber unter Erwachsenen muss man doch auch realistisch argumentieren können, dass nicht alles Wünschbare sofort geht. Wir lassen es dabei, weil wir es hier nicht ausdiskutieren können. Und ich bin nicht die Familienministerin, aber wir können auf die Ausgabenseite gehen, wenn Sie sparen wollen. Es gibt ja zahlreiche Vorschläge, sehr konkrete Vorschläge. Wo man nennen Sie gerne welche. Ich bin neugierig. Total gerne. Auch da wieder, weil das eine Expertin ist, die berät die Bundesregierung, gehört zu den 5 Weisen, also Sachverständigenrat für die wirtschaftliche Entwicklung. Monika Schnitzer sagt, steht auch im Koalitionsvertrag, klimaschädliche Subventionen streichen. Konkret zu denken an die Abschaffung der Steuervergünstigung für Kerosin, für internationale Flüge, an die Steuervergünstigung für Diesel und die steuerlichen Begünstigungen privat genutzter Dienstwagen gegenüber dem Privatwagen. Nehmen wir uns einfach mal das Kerosin. 8 Milliarden Euro Kerosin-Energiesteuer, auf die Sie verzichten.
Das wäre doch was. Der Luftverkehr. Ich weiß es. Der Luftverkehr unterliegt dem europäischen Klimazertifikatehandel. Das heißt, er erreicht seine Klimaziele auf einem anderen Weg, nicht durch die Verteuerung. Und gerade bei internationalen Flügen ist doch zu vermuten, dass dann bestimmte Flüge nicht mehr von Deutschland abfliegen, sondern dann werden die Hubs, also die Verteilerstationen, außerhalb Deutschlands sein. Da werden wir nicht zusätzlich unseren Standort Deutschland stärken, sondern was wir nur tun, ist, wir verlagern Geschäft ins Ausland, schwächen uns. Gut, das sind zwei Argumente. Sie sagen, ohne dass es einen Klimaeffekt hätte. Das ist das eine Argument. Und das andere Argument ist der Schutz natürlich der deutschen Wirtschaft, auch der Flugindustrie. Ich finde, dass man über wirtschaftliche Einschränkungen nachdenken könnte, wenn sie dem Klima helfen. Aber wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen, der noch nicht einmal dem Klima oder der Umwelt hilft, da bin ich im Zweifel, ob das rational ist. Wo Sie aber möglicherweise. Also europaweit wird diskutiert und die EU-Kommission plant das, dass man Kerosin, weil das einfach nicht verständlich ist, weil ausgerechnet Flugbenzin sozusagen steuerlichen Vergünstigungen unterliegt, wollen die vielleicht ändern, dann spätestens ist das Argument nicht mehr da, oder? Ja, aber Ihre Einordnung, das sei nicht verständlich, ziehe ich in Zweifel. Denn anders als beim Benzin oder Diesel im Auto, ja, wo wir eine Steuer haben, aber kein Emissionssystem, haben wir im Luftverkehr zwar keine Steuer, aber dafür sind da die Emissionen, die erlaubt sind, limitiert durch ein anderes System. Okay. Wenn es europäisch eine andere Herangehensweise gibt, dann stellt sich die Debatte völlig anders. Aber ein deutscher Alleingang, wie ich ausgeführt habe, hilft dem Klima nicht, schadet nur Deutschland. Gut, die 8 Milliarden kriegen Sie nicht, aber Sie haben im Koalitionsvertrag tatsächlich vereinbart den Abbau von überflüssigen, unwirksamen, klima- und umweltschädlichen Subventionen. Ein Vorschlag von Ihnen. So ist es. Ich hatte bereits, um jetzt mal einen aus der Vergangenheit zu nehmen, ich hatte einen Vorschlag unterbreitet, den sogenannten Hafendiesel abzuschaffen. Was wenige wissen, im Hafen, der Diesel für die Geräte dort hat eine Steuervergünstigung. Wie viel macht das etwa? Das ist ein Millionenbetrag. Also aber keine ist immerhin, Millionen. Ja, aber es ist immerhin ein Schritt. Das hatte ich für den Haushalt 2023 vorgeschlagen. Ist im Deutschen Bundestag korrigiert worden. Übrigens auch mit, den Stimmen der Grünen. Nein, ich werde hier keine Abhakliste aber machen. Aber warum nicht? Das ist doch wirklich interessant, Weil ich einen Subventionsbericht vorlegen werde im Laufe dieses Jahres. Okay. Und da werde ich alle Steuervergünstigungen, die es gibt, und alle Subventionen, die wir haben, evaluieren und werde dann zum richtigen Zeitpunkt idealerweise haushaltswirksam für das nächste Jahr, Stichwort Haushaltsdefizit, einen Vorschlag machen. Gut. Die Dinge, die da aber vorgeschlagen sind, auch gerade von Frau Schnitzler, sehe ich sehr kritisch, um es mal klar zu sagen. Also wenn man jetzt rangeht an das angebliche Dienstwagenprivileg, das ist kein Privileg, sondern es ist eine pauschale Versteuerung, die 1%-Regelung. Mhm. Da sollen jetzt, der beliebteste Dienstwagen in Deutschland ist ja der VW Passat. Da sind es nicht 1%, sondern 0,25 wahrscheinlich, beim Hybriden. Aber aber Sie haben es ja noch mal aufgerufen, dass jetzt die VW Passat-Fahrer, die pendeln oder im Außendienst sind, den Haushalt sanieren sollen, also fleißige Leute in der Mitte der Gesellschaft, das läuft doch nur auf eine Belastung der Mittelschicht hinaus und müssen wir nicht irgendwann auch mal aus Respekt vor deren Belastungsgrenzen sagen, dass die Politik an anderen Stellen spart und nicht immer nur den Menschen in die Tasche greift. Deswegen habe ich auch das Kerosin als Beispiel aus dieser Liste genommen und nicht das andere. Gut, ich warte auf die Liste, die von Ihnen kommt, Subventionsstreichungsvorschläge. Es gibt noch etwas, das hatten wir gestern mit Herrn Brücker vom Pioneer. Die haben gerade herausgefunden, Top-Beamte sind aufgestockt worden in ihrer Bundesregierung. 168 Stellen mehr, das ist ein vergleichsweise kleiner Betrag, 50 Millionen Euro im Jahr. Wenn Sie wollen, dass alle sparen, warum nicht selber bei sich anfangen? In meinem Ministerium wurden null zusätzliche Stellen geschaffen. Stand einer drin? Der eine ist für die Sanktionsdurchsetzung, Stichwort Ukraine, zuständig. Ist eine neue Aufgabe. Aber im Finanzministerium, beim Finanzminister wurden null Stellen Verkehr geschaffen. Hatte 17. Das ist auch ein Minister. Sag nur, der Finanzminister hält sich an das, was er den Kolleginnen und Kollegen empfiehlt, 17. Selbst auch. Ja, ja. Ich glaube, dass für den Haushalt 2024 wir auch im Bereich
der Regierung im engeren Sinne sparen müssen. Ein wichtiger Schritt, den Bundestag zu verkleinern. Aber auch im engeren Sinne der Regierung sollten Stellen und andere Vorhaben auf den Prüfstand gestellt werden. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ich glaube, dass in Zeiten von mehr Homeoffice und ortsflexiblem Arbeiten ein mindestens 800 Millionen Euro teurer Neubau neben dem Kanzleramt entbehrlich ist. Haben Sie das dem Kanzler auch schon gesagt? Das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen. 770 Millionen statt 450 kostet der. Da sind Kitaplätze mit dabei und der neue Helikopterlandeplatz und Sportgelegenheiten. Also darauf wird der Kanzler verzichten? Sie haben ihn ja und Herr Deiß auch gerühmt als ehemaligen Finanzminister. Alles klar. Und es ist ja tatsächlich so, dass sich die Situation verändert hat. Also ja. Im Finanzministerium etwa haben wir jetzt 65% ortsflexibles Arbeiten. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen können von zu Hause arbeiten, von unterwegs und nutzen das auch. Aber daraus folgt doch auch, dass man dann die Büroflächen anders nutzen und begrenzen kann. Warum dann also noch ein so teurer Neubau? Wir warten auf die Bestätigung des Kanzlers. Ich muss Ihnen ich glaube, der wird missvergnügt sein, dass ich das jetzt hier vorgeschlagen habe. Aber das ist mein Job. Aber ja. Sie sind ja in total guter Beziehung miteinander. Ich muss Ihnen eine ernste Frage zum Geld stellen. Da geht es um die Bankenwelt. Es geht um eine Schieflage, in die jetzt eine Schweizer Bank geraten ist, nachdem wir eine Schieflage bei einer amerikanischen Bank hatten. Credit Suisse ist eine andere Hausnummer für die europäische Bankenlandschaft. Wie bedrohlich schätzen Sie dieses Momentum ein? Die Bundesregierung ist mit allen Beteiligten in einem ständigen und intensiven Austausch. Wir haben mit der BaFin eine leistungsfähige Finanzaufsicht und wir haben die Bundesbank, die ebenfalls eine stabilitätspolitische Tradition hat. Wir können deshalb sehr klar sagen, das deutsche Kreditwesen, private Banken, Sparkassen, genossenschaftliche Institute ist stabil und dafür sorgen wir auch weiter. Gut. Kleinere Zahlen, da geht es jetzt um die FDP. 5 Landtagswahlen, 5 verloren, 3 Landesparlamente, in denen die FDP nicht mehr sitzt. Ihr Kurs kommt offensichtlich nicht an. Es gibt eine Umfrage vom Spiegel, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Da geht es um Kompetenzwerte. Da geht es darum, welcher Partei traut man Kompetenzen zu in Digitalisierung. 18% für die FDP, das waren im letzten Sommer noch 37. Wirtschaftspolitik 10% für die FDP, da liegen sie hinter der Union und der SPD gleich auf mit den Grünen. Und bei der Bildungspolitik 6%, ein FDP-Pfund immer, da sind nur noch die Linken schlechter. Wann, Herr Lindner, glauben Sie, dass Sie an Ihrem Kurs, den Sie jetzt fahren, und wir haben darüber auch schon vorher geredet, anfangen müssen zu zweifeln im Sinne auch Ihrer Wähler? Also wenn die 10%, die die FDP für die kompetenteste Partei in der Wirtschaft halten, die FDP auch wählen, bin ich schon sehr zufrieden. Okay, das wäre doppelt so viel wie das, was Sie eigentlich brauchen, um wieder in den Landtag und in den Bundestag zu kommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das sind keine tollen Zahlen. Ja, machen Sie sich keine Sorgen um die FDP als Partei. Ich will nicht, aber Sie müssen sich doch Sorgen machen. Sie sind doch der Chef. Ja. Ich habe aber eine ganz einfache Strategie. Man macht einfach gute Politik, sorgt dafür, dass dieses Land gut aus den Krisen kommt. Mhm. Wir haben Modernisierungsprojekte, die wir uns vorgenommen haben. Ich nehme mal den Verkehrsbereich, von dem Sie gerade gesprochen haben, beispielhaft. Wir wollen es erreichen, dass 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf den deutschen Straßen sind. Die FDP setzt sich, und das wurde eben auch hervorgehoben, dafür ein, dass wir auch technologieoffen bleiben, weil man mit diesen Ökosprits auch den Verbrennungsmotor klimaneutral betreiben kann. Vorsicht, Ökosprit ist etwas anderes als E-Fuels. Ökosprit also ist das, was wir im Tank jetzt schon haben. Das sind diese Dinge. Ja, also wenn Sie es so genau definitorisch wollen, wir haben natürlich unterschiedliche Beimischungen. Wir haben auch den Biosprit, der aus biologischen Quellen kommt. Wir haben den synthetischen Kraftstoff, also die sogenannten E-Fuels. Eines haben Sie gemein. Der Verbrennungsmotor ist damit bilanziell klimaneutral. Und dafür setzt die FDP sich ein. Und Sie glauben, beim Wähler kommt das an und nicht eben die Verlässlichkeitsfrage, die man dann stellt, wenn man sagt, das ist also alles verhandelt auf EU-Ebene, dann kommt einer aus Deutschland und haut das zusammen. Beantworte ich gerne. Mhm. Erstens, ich mache Politik zunächst einmal aus Überzeugung. Mhm.
und nicht wegen des Applauses des Tages, sondern auf der langen Strecke zeigt sich, ob jemand eine innere Haltung hat oder nicht. Okay. Wer sich jeden Tag an Umfragen, Twitter-Trends oder Applaus orientiert, ist aus meiner Überzeugung heraus verloren. Zum Zweiten, der Applaus, den es eben hier im Publikum gab bei der Frage Verbrennerverbot, den halte ich nicht für repräsentativ und im Übrigen auch nicht für in unserem wirtschaftlichen Interesse. Und zum Dritten, Deutschland ist verlässlich. Denn seit Jahren haben nicht nur wir als Partei gesagt, sondern auch im Koalitionsvertrag haben wir gesagt, dass wir einem Aus auch für den klimafreundlichen Verbrennungsmotor nicht zustimmen würden. Wenn es keine Hintertür für die E-Fuels gibt. Wenn es nicht eine Hintertür, was heißt Hintertür? Wenn nicht klar gesagt wird. Nennen wir es Offenheit, ja. Entscheidend ist, ist das Auto klimaneutral? Mhm. Welcher Antrieb das Auto hat, das ist eine Sache, das sollen die Kundinnen und Kunden entscheiden, die Industrie entscheiden. Ist jedenfalls nichts für Politiker. Politiker entscheiden, kein CO2-Ausstoß im System. Wie das Ziel erreicht wird, das ist dann nicht unser Bier. Wir gucken, wie das ausgeht in der EU. Und weil wir mit dem persönlichen Anfang begonnen haben, noch eine Frage in die Zukunft. Weil Sie haben ja einen Plan B, das wissen wir nur deshalb, weil Ihre Frau ihn verraten hat. Ich hatte einen Plan B? Ja, wenn das mit der Politik mal zu Ende ist, sagt Ihre Frau, eines Tages wird sich die Situation ändern. Das ist der Lauf der Dinge. Dann macht Christian Kinder und Küche, während ich den Finanzminister interviewe. Ist das auch Ihre Vision? Ja, das ist unsere Verabredung. Meine Frau muss jetzt ja gewisse Rücksichten nehmen, dadurch, dass ich ein hervorgehobenes öffentliches Amt habe. Irgendwann wird das anders sein. Wann denn? Ja, also ich... Entschuldigung, ist zu privat. Ich will jetzt natürlich den Wählerinnen und Wählern nicht zu enge Grenzen setzen, ich fürchte, dass selbst mir nicht gelingt, bis 2025 unsere deutschen Staatsfinanzen auf Kurs zu bringen und das Steuersystem zu modernisieren und die Zukunftsthemen zu finanzieren. Insofern würde ich da schon gerne noch weitermachen. Aber dennoch, die Verabredung zwischen uns ist da klar. Jetzt habe ich ein hervorgehobenes Amt und irgendwann ist meine Frau dran. Und inzwischen pflegen Sie Ihre Pferde und misten den Stall aus. Das haben wir von Ihrem Instagram-Account. Da wollte ich nur wissen, ob Sie auch schon reiten. Aber jetzt bitte nicht im Plural die Pferde. Meine Frau hat ein Pferd. Ich wollte nur wissen, ob Sie es auch reiten oder nur fürs Misten zuständig sind. Ich reite seit zwei oder drei Jahren. Danke für die Einblicke in die Finanzwelt und ins Persönliche. Vielen Dank, Christian Lindner. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Dankeschön.